Bisher wäre gegen ein Fahrzeug, wenn es sich einer Kollision nähert, mit Warnung, Teilbremsung und Vollbremsung. Wir arbeiten unter anderem an dem Braking Bag, bei dem zusätzlich sozusagen als letzte Eskalationsstufe ca. 80 Millisekunden vor dem unvermeidlichen Aufprall ein Belag mit hohem Reibwert großflächig gegen die Fahrbahn gepresst wird. Die daraus resultierende dynamische Vertikalbewegung des Fahrzeugs erhöht die Verzögerung kurzzeitig auf über 2 g und kompensiert zusätzlich das typische Bremsverhalten.